Grüß Henk, mein Name ist Matthias Steiner. Ich bin in Motre aufgewachsen und interessiere mich für innovative Formen der Energieerzeugung, die wir in Zukunft brauchen werden. Dieses perfekte Winterwetter mit den ungeschniebenen Bergen lässt nicht nur unser Wintersportlerherz höher schlagen, sondern könnte in Zukunft auch wichtige und nachhaltige Sonnenenergie liefern. Und vor allem im Winter brauchen wir noch mehr Lösungen, die mit den bei uns vorhandenen Ressourcen erneuerbaren Strom erzeugen. An Tagen wie heute, mit viel Sonne, viel Schnee und niedrigen Temperaturen, könnte eine Photovoltaik-Höhenanlage genau das leisten. Deshalb wäre meine Idee, ein Osttiroler Sonnenkraftwerk am Zettersfeld. Nirgends in Osttirol gibt es eine geeignetere Sonnenterrasse mit einem höheren Solarpotenzial auf großer Fläche und in unmittelbarer Nähe zum Ballungsraum Lienzer Tollboden. Zusätzlich ist dort durch den Skibetrieb bereits eine perfekt ausgebaute Strominfrastruktur vorhanden, die man für eine Anlage doppelt nutzen könnte. Eine PV-Anlage in alpiner Höhenlage erzeugt aufgrund der intensiveren Sonneneinstrahlung weniger Nebel und der niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu 40% mehr Strom im Jahr als eine vergleichbare Anlage im Tal. Vor allem liefert sie im Winter durch eine intelligente Ausrichtung und mit Hilfe der Schneereflexion genauso viel Strom wie im Sommer. Sowohl in der Planung als auch in der Ausführung soll auf Osttiroler Know-how zurückgegriffen werden. Und Interessierte aus den angrenzenden Gemeinden könnten im Zuge eines Bürgerbeteiligungsmodells direkt von den Vorteilen der Energiewende profitieren.